Auf ins Gefecht mit dem Wüstenfuchs Beuteldachs Crash Bandicoot. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash Bandicoot XS. Es geht wieder ins Blimp-Gefecht oder Blimp-Gefecht und ich habe keinen Bock darauf, aber wir müssen leider Platin schaffen und deswegen geht es jetzt hier weiter mit diesem tollen Level und ich habe wahrscheinlich so ziemlich alles vergessen, was ich hier schon herausgefunden hatte. Deswegen könnte das natürlich etwas dauern, denn es ist eine neue Aufnahme und ja, wie gesagt, ich habe alles vergessen. Ja, generell ist man da sowieso erstmal gut bedient, eher weniger Schüsse anzuwenden, damit man jetzt nicht irgendeine Kiste im Voraus zerstört, beziehungsweise den Ballon zerstört und die Kiste dann runterfällt. Aber ich tue es trotzdem. Einfach mal erstmal alle Gegner wegballern und hoffen, dass man irgendwie durchkommt, beziehungsweise hoffen, dass jetzt hier nicht irgendwo eine Kiste ist. Hier war da jetzt irgendwas Fieses, was ich mal abgeballert habe, wegen einer Rakete oder so. Ich glaube, es war diese 2-Sekunden-Kiste, wo es mal ein paar Problemchen gab. So, da drüben ist der erste Luftballon. Das erste Luftschiff. Ich Pfosten. Keine Ahnung, wie das mit der Zeit aussah, was man da für eine Zeit haben musste. Oder was ich da schon mal für eine Zeit hatte. Bei dem Luftschiff. Oh, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Habt ihr gesehen, da bin ich viel zu weit nach oben abgedriftet. Das habe ich nicht gut gelöst. Okay, da haben wir Zeit schon mal bekommen. Wie viel auch immer das war. Ist ja eigentlich erstmal relativ latten. Geht weg! Energietechnisch sah es bisher noch ganz gut aus eigentlich. Jetzt gerade schon wieder nicht mehr so. Jetzt ist wieder in Ordnung. So. Hier kommen jetzt irgendwie wieder scheiß Ballons hier. Also Kisten, die ich haben muss. Zeitkisten, ne? So heißen die Dinger. Ja, das wusste ich auch so. Natürlich. Energietechnisch ziemlich mau, würde ich sagen. Aber darauf kommt es jetzt gerade erstmal auch nicht an. Hauptsache, wir treffen jetzt diesen scheiß Zeppelin. Was langsam mal der Fall sein dürfte, so. Scheiße. Also von den reinen Treffern bei dem Zeppelin würde ich schon sagen, dass wir uns schon ziemlich schlecht anstellen. Also da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Also was wirklich das reine Treffen angeht. Die muss ich besser verfolgen, sage ich mal. Die Route. Damit ich irgendwie dranbleibe. Schwierig zu beschreiben. Und wir haben langsam auch nicht mehr viel Energie. Wir werden sowas dann abkratzen. Ich brauche Heilung. Und zwar schnell. Erstmal damit. Heilung, aber ich komme zu spät hin. Super. Ich glaube, es war sowieso ein ziemlich schlechter Versuch. Insofern. Ach, egal. Nicht drüber aufregen, nur weil er la pena. Ja, weiter geht's. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht schon ein paar Minütchen verbracht in diesem Level. Und da schaden die paar Minuten mir jetzt auch nichts. Wobei es natürlich ein verhältnismäßig langes Level bisher ist. Naja, naja. Aber das ist aber schon der dritte Warp Room, ne? Das heißt, es ist jetzt gleich der letzte Warp Room, wenn wir das hier schaffen und den Boss. Was wiederum heißt, dass in den nächsten 5 Leveln... da wird bestimmt nochmal so ein Level kommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich weiß, dass 2 Technik-Level kommen. Das erste und das letzte. Und es kommt noch ein Abfluss-Level. Nämlich feucht und muffig. Das heißt, haben wir 3 Level schon mal besetzt. Das heißt, 2 fehlen dann noch. Das heißt, was könnte das sein? Das könnte ein Wald-Level sein. Das könnte ein Eis-Level sein. Das könnte ein Wasser-Level sein. Und das könnte ein Flug-Level sein. Unter Wasser-Level haben wir aber schon 3. Das heißt, da wird es keins mehr sein. Wald-Level glaube ich auch nicht. Das heißt, die Tendenz, dass es hier so eins wird, ja, die ist... Also es hat eine Tendenz, dass es das wird. Es ist relativ wahrscheinlich. Wobei ich auch glaube, dass es... Na! 3 Sekunden weg. Das Bling, was ihr gerade gehört habt, war von der 1 Sekunde, die danach kam. Nicht, dass es irgendwie gezählt hätte. Nee. Vergesse ich nicht irgendwie so eine Levelart oder so? Ich weiß es gerade nicht. Muss ich ja sagen. Naja. Ah hier, der Rick, der Super Flash Crash, spielt das auch hier... Crash 2 and Trance habe ich gesehen. Aber ich will das gerade noch nicht gucken, weil ich mir quasi keine Tricks abgucken möchte oder irgendwas. Ich will da wieder schön, ich sag mal, blind reingeschmissen werden in das Projekt. Wenn wir mit Crash XS fertig sind. Das wird dann wahrscheinlich so bei, wie bei Herrscher der Mutanten, dass ich das jetzt halt ziemlich lange nicht gespielt habe und deswegen so ein paar Sachen durchaus vergessen habe. Aber naja. Das ist auch durchaus so beabsichtigt. So, jetzt haut mal hier ab. Ich will mich mit möglichst viel Energie hier durchkommen.
96% ist, denke ich mal, sehr ordentlich. Das haben wir gerade eigentlich ganz gut hinbekommen. Im ersten Versuch jetzt nicht so sehr, aber jetzt hier gerade. Im zweiten Versuch durchaus. Leider haben wir dann 3 Sekunden abgeschossen. Was ein bisschen kontraproduktiv war. Zur Heilung. Jetzt die 3 Sekunden nicht abballern. So. Alles wunderbar. Alles tadellös. Aber was mich besonders entzückt, ist dein famoser Oberkellner. Und es war sicherlich wieder nicht original zitiert. Boah, Alter, ich hasse diese Stelle. Ne? Da wird einfach so viel auf einen zugeballert. So viel gespammt. Ich finde auch die Health-Dinger da, die Ballons sind ein bisschen ungünstig verteilt, sage ich mal. Weil der eine kommt viel zu schnell nach dem anderen und danach kommt erstmal wieder eine ganze Horde. Die hätten sie ein bisschen später platzieren können, finde ich. Vielleicht ist es aber auch Absicht. Dass man sich genau darüber aufregt. Ich weiß ja nicht. Ach, der hat noch 2. Scheiße. Ich habe jetzt gedacht, der wäre tot. Scheiße. Das hat mich jetzt Zeit gekostet. Weil hier dürfte es durchaus so sein, dass der Rest hier erst spawnt, wenn man den Zeppelin abgeschossen hat. Also wenn er runtergeht. Oder wenn er sogar schon unten ist. Das ist jetzt doof gewesen. Das heißt, auch das hier wird wahrscheinlich jetzt keine neue Bestzeit. Wobei ich auch nicht wüsste, was die Bestzeit ist, also was ich schlagen muss für Platin. Das habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht angeguckt. Und Richtwerten habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Und da ich den ganzen Stuff noch nicht gerendert habe, wüsste ich ihn auch so nicht. Und jetzt habe ich sowieso irgendwie 2-3 Sekunden abgeballert, das heißt, ich bin sowieso gleich im Arsch. Ich will aber noch mal ein bisschen gucken hier, was zur Sache war. Ich kann mich da an eine 2.22 erinnern oder so. Ich glaube, die war aber nicht so besonders gut. Also 2.22 bei dem letzten. Zumal man jetzt noch die 2-3 Sekunden abziehen muss, die ich jetzt hier durch den einen Ballon verkackt habe. Die eigentlich noch drauf kommen müssten dann. Also wenn wir dann jetzt so mit 23, 24 treffen, wäre das eigentlich schon gut. Oder? Nee, wäre das gut? Nee. Ich glaube 22 war so das, was ich hatte und da haben auch irgendwie ein paar Sekunden gefehlt, ich weiß es nicht. Der Fakt ist auf jeden Fall, dass das nichts werden können. War das nicht irgendwas mit 36? Ich weiß es nicht mehr. Oder hatte ich 36? Huh! Okay! Okay! Das schockiert mich gerade wirklich. Habe ich jetzt irgendwie in das Spiel gehackt? Ich meine, auch den letzten habe ich jetzt in meinen Augen nicht so wahnsinnig gut abgeschossen und ich habe eben diese paar Sekunden da nicht bekommen oder habe ich ihn noch bekommen? Das schockiert mich gerade wirklich, muss ich sagen. Das schockiert mich. Zur Feier des Tages müssen wir das auch speichern. Ja, Leute, also ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass das jetzt so geklappt hat. Ich war definitiv gewillt zu sagen, dass der Versuch kacke war und dass ich das neu starten muss. Aber da kann man mal sehen, dass man definitiv nicht alles neu starten muss. Das ist schön, ja. Gut, wir wollen jetzt aber hier nicht Ewigkeiten weiter hin und her laufen, sondern wir wollen zu Tiny Tiger. Ach, das war diese Sprungkacke. Mhm. Ja, darf ich vielleicht auch erstmal reagieren? Wäre ganz geil. Oder reagieren können. Da war noch eine Plattform, ja. Scheiße. Na! Ah, ich glaube, das hatte der Mel Placer mal angesprochen in seinem EP, kann das sein? Mit der vertauschten Musik. Irgendwo habe ich das auf jeden Fall noch im Kopf. Weil das ist hier eigentlich die Bossmusik von Dingo da, ey. Eigentlich kommt hier bei. Ja, was soll ich da machen? Runter, klar. Da, die Plattformen sind so ungünstig angeordnet. Das ist eigentlich die Bossmusik von Dingo da. Also im dritten Teil. Oder halt von Dot Dash in Crash Bash. Ja, jetzt geht er wieder dahin. Kann man an den Blättern erkennen. So. Keine Ahnung, was jetzt wegkommt. Entweder die obere oder die untere. Wahrscheinlich die obere. Aber das ist kein Problem. Ich habe es ja bisher immer so gemacht. Oh, er ist schon tot. Super. Fähigkeit. So, Tornado-Drehung. Dreher. Schneller drehen und zeitweilig gleiten. B wiederholt drücken. In meinem Fall jetzt X. Beziehungsweise hier A auf dem Xbox-Controller.
Ich habe es doch geahnt, Cortex. Crash hat 3 deiner Helfer geschlagen. Er muss endlich aufgehalten werden. Ich dulde es nicht, wieder zu verlieren. Tut mir leid, Uke, aber mach dir keine Sorgen. Mein Planetenschrumpfer wird ihn aufhalten. Ja, 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 laber keinen. Erstmal gucken, erstmal gucken. Erst... Nein, es gibt noch eins, das war ja klar. Aber es kommt doch noch ein Unterwasserlevel, sind es da nicht 4? Gibt es echt 4 Unterwasserlevel? Ich muss es mal gerade prüfen. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch im Kopf, aber versunkene Stadt, am Hai vorbei und das erste. Richtig? Oder war am Hai vorbei das erste? Nee, das war nicht das erste. Aber es gibt trotzdem 4 Unterwasserlevel, das ist krass. Wobei ich das ja so gesehen feier, weil ich dadurch, ich sag mal, easy Platin bekommen kann. Na, also ich finde das jetzt echt nicht schwierig, da Platin zu holen. Deswegen ist es eigentlich ganz nett. Aber erstmal sieht man Sterne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viele Kisten haben wir denn hier? 113, gut. Wissen wir schon Bescheid. Das wird hier auf Platin auch Hölle. Aber das letzte Level wird definitiv Hölle. Ach nee. Das wird definitiv ganz, ganz schlimm. Aber auch das hier wird nicht gerade angenehm. Ich glaube, da unter ist Boden, ne? Richtig, genau. Da werden wir eine Menge Spaß haben. Aber sonst, ja, es kann generell, doch, es kann noch ziemlich witzig werden. Mit den ganzen Platin-Challenges. Aber ich würde sagen, die Speziallevel sind schon fast die einfachsten. Also mit irgendwelchen Vehikeln. Wie eben zum Beispiel unter Wasser. Ich glaube, die normalen Lauflevel werden wirklich anspruchsvoller. Wobei ich halt sagen muss, dass ich die normalen Lauflevel trotzdem lieber spiele. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, ob wir den Edelstein hier schon holen können. Tendenz ja. Ich meine nämlich, dass das auch wieder was zum Wirbeln ist, wo man den Wirbelsprung braucht. Hier irgendwo quasi. Ich habe eine genaue Stelle im Kopf, aber so ungefähr sieht das dann hier aus. Dann muss man hier so rüber wirbeln, genau wie bei diesem einen Level. Ich meine, das war der Schauertempel. Da konnte man ja auch einen Edelstein so holen. Vielleicht sollten wir das auch erstmal nachholen, so mit so einem farbigen. Ich glaube, das mache ich gleich erstmal. Ich gehe in ein bestimmtes Level zurück, wo man farbig holen kann. Ich meine, das war der Schauertempel. Es müsste auf jeden Fall eins von diesen Leveln gewesen sein, oder? War das hier das Bonuslevel, wo man diese Fähigkeit brauchte? Ja, ne? Ich meine, irgendwie... Nee. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil mir diese Konstruktion eben bekannt vorkommt von dem Edelstein. Ich meine, das sah nämlich ungefähr genauso aus, wo man den Edelstein holen konnte. Hier in diesem Level. Wenn es in diesem Level war, aber ich meine, das war genau dieser Edelstein. Hier muss man jetzt, genau, damit man die Kiste erwischen kann. Eine Bazooka gibt es hier in diesem Teil leider nicht. Also weiß das leider, ich glaube, wir können froh sein, dass es die Bazooka in diesem Teil nicht gibt, weil das Zielen wäre wahrscheinlich, ja, ziemlich schlecht umgesetzt. Und auch genau aus diesem Grund hat man das wahrscheinlich auch nicht implementiert, weil es einfach schrecklich gewesen wäre. Ja, was muss man denn jetzt hier am besten machen? Ich weiß es nicht. Hab ich ein Glück. Super. Ist doch kacke. Ist doch Glückssache. Aktiviere ich jetzt erstmal die obere oder die untere? Okay, vom reinen Menschenverstand hätte man vielleicht sagen können, ja okay, die untere, weil die vielleicht die untere Kiste aktiviert, aber gerade bei dem Spiel kann man nie wissen, ob das genauso gedacht ist, also ob man genauso denken soll quasi. Deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, ja gut, machst du es mal andersrum. Na gut. Dauert ja jetzt nicht lange, das nochmal wieder zu machen, aber trotzdem. Die Bonuslevel sind schon trotzdem die anspruchsvollsten in der ganzen Crash-Reihe. Na wobei, die aus Crash 1 sind jetzt auch nicht gerade ohne, vor allem, weil man die eben nur einmal machen kann. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass die schlimmer als diese hier sind. Die sind schon durchaus die schlimmsten. Jetzt gleich den untersten zuerst betätigen. Den untersten Block. Okay. Ich hoffe, dass ich die jetzt wirklich aktivieren darf. Nicht, dass dahinter jetzt noch irgendwas ist. Das würde ich dem Spiel auch zutrauen. Wäre sogar schon fast logisch. Ist da unten was? Ich denke mal nicht. Es war gerade ein bisschen zu risky, fand ich. Ja, da unten ist noch was, gut. Aber sonst war da, glaube ich, nichts mehr. Auch so Sachen, die man dann gerne mal übersieht. Und wir haben 3 Kisten, die fehlen. Ich weiß es gar nicht. Kamen hier Nitro-Kisten vor? Ja, es kamen 3 Nitro-Kisten vor. Müssten 3 gewesen sein. Sollte also in der Regel passen. Die Stelle ist auch toll in der Zeit, in der Zeit-Challenge.
kann auch ein bisschen nervig sein. Aber gut, aber gut. Die ist zum Glück noch ein bisschen weg. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Parts. Witzbold. Ich hasse dich. Ich hasse dir. Komm, hoch da. So, ach. Scheiß auf Wumperfrüchte. Wir haben genug. Ja, guck mal, wie viele Leben wir haben. Wir haben 59 Leben. Gerade hatten wir noch mehr als 60. Ich hoffe mal, dass ich jetzt auch alle Kisten treffe. Jawohl. Sehr gut. Hau ab. Ich sag da hau ab. Tschüss. Ist halt bei der Perspektive teilweise ein bisschen schwierig zu sagen, ob man wirklich alle trifft. Und hier muss man in der Zeit-Challenge auch Glück haben. Oder generell muss man Glück haben, dass die eben deaktiviert sind oder dass man die irgendwie leicht aus dem Weg räumen kann. Ja gut, kann man nur, wenn die deaktiviert sind oder man einen Superman hat. Egal. Okay. So lang ist das Level, glaube ich, auch schon gar nicht mehr. Wir haben ja einige Nitro-Kisten hier. So viel ist auch nicht okay. Die Wumperfrucht holen wir uns noch. Wo der Edelstein ist, weiß ich immer noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe da so eine Stelle im Kopf, die könnte jetzt vielleicht kommen. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Wenn es überhaupt das Level ist, es kann auch vielleicht das letzte Level noch sein. Da oben ist auf jeden Fall schon mal... Doch, man, doch, ich hab... Das muss doch hier sein. Es war doch definitiv ein farbiger. Oder war das schon? Na, super. Es kann auch durchaus sein, dass ich da was verpasst habe. Aber das würde mich gerade echt wundern. Dann müsste es irgendwo am Anfang sein. Dann würde ich das nicht sofort jetzt machen, aber ich würde es schon jetzt in der kommenden Zeit wiederholen. Weil die ganzen farbigen Edelsteine zu haben, wäre schon mal ganz geil. So, jetzt kommt schon wahrscheinlich das Ende irgendwie, ne? Diese miesen Pisser. Zack. Und uns fehlen 4 Kisten. Die werden wohl hoffentlich noch kommen, jawohl. Zumindest den Edelstein haben wir also schon mal. Aber den farbigen, no way. Jetzt ist das Ende. Joa. Dann habe ich den wohl tatsächlich auf dem Weg irgendwo übersehen, also diese Stelle. Da muss ich mich dann nochmal gleich ein bisschen umgucken. Aber wie gesagt, ich würde gerne erstmal den Schauertempel machen. Was das Level gewesen sein müsste. Level 10? Ne, ruinös hieß es. Okay. Das müsste der aber sein mit dem, mit der Plattform. Wo wir nur rübergleiten müssen. Wir müssen jetzt auch eigentlich gar nichts sammeln und so. Wir können jetzt eigentlich hier durchrushen soweit. Aber es kann halt sein, dass wir den irgendwie jetzt später noch brauchen. In Leveln, die wir jetzt noch überhaupt nicht gemacht haben. Und wenn wir da dann gleichzeitig direkt was einsammeln könnten, wäre das natürlich praktisch. Deswegen will ich ihn jetzt schon haben. Also ich muss den jetzt eigentlich schon kriegen können. Bäm. Gibt ja auch welche, die man jetzt noch nicht holen kann. Wobei, ich weiß gar nicht. Diese eine, wollte ich sagen, in, wie hieß es denn? Traum im Raum, das erste Techniklevel. Da muss es ja auch irgendwie, da brauchte man, ich glaube, den gelben oder den grünen Edelstein, aber ich glaube, das war kein farbiger, den man da bekommt, ne? Bin ich mir zum Beispiel nicht ganz sicher. Ist aber auch egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das noch nicht holen kann. Da gab es noch so ein anderes Level dieser Art, wo man einen Edelstein noch nicht holen konnte, weil da eine Plattform benötigt wird. Aber die habe ich jetzt auch noch nicht vor nachzuholen. Also ich würde dann definitiv erstmal in die Level gehen, wo ich noch farbige Edelsteine holen muss. Weil die sollte ich jetzt mittlerweile bekommen können. Die letzte Fähigkeit ist noch die Rennfähigkeit. Und wenn ich irgendwelche Edelsteine, ich hol mir die Kiste gerade mal. Wenn ich irgendwelche Edelsteine farbigen brauchte für irgendwelche Plattformen, dann konnte ich die meistens noch nicht holen, weil ich diese Fähigkeit hier brauchte, diese Gleitfähigkeit, diese Wirbelfähigkeit. Weil damit kommt man dann halt noch an andere Orte ran. Das ist eigentlich noch das Einzige. Aber hier war das noch nicht, ne? Das kam später. Das kam später im Level. Gerade nach dem Level gerade muss ich da doch mal ein bisschen hinterfragen. Weil ich das da auch dachte, dass es noch kommt und es kam nicht mehr. Aber das müsste jetzt hier kommen. Hier kommt es ganz sicher, ja. Es kommt hier. Also über uns befindet uns gerade irgendwie der Edelstein oder eine Plattform zu einem Bonusbereich. Das weiß ich nicht mehr.
In so einem Level gibt es nämlich auf jeden Fall auch noch einen Bonusbereich, aber ich glaube, das ist eher das, wo wir diesen farbigen Edelstein brauchen. Was ich vorhin gesagt habe, der grüne oder der gelbe. Auf jeden Fall müssen wir jetzt von hier aus darüber springen und wirbeln. Ja, super. Ich wusste natürlich nicht genau, wie die hier arrangiert sind, was man da machen muss. Hätte man mich mal vorwarnen können. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Naja, okay. Ich habe mir jetzt natürlich nicht gemerkt, wie es hier angeordnet ist. Den Edelstein hätte ich gerne noch. Weil das Level an sich kann ich auch alleine abschließen. Da muss ich euch jetzt nicht mitnehmen. Aber den Edelstein würde ich halt gerne jetzt noch holen in dem Part. Das wäre ganz toll. Okay. Und zack. Sehr gut. Damit haben wir den blauen Edelstein. Und wie gesagt, dafür brauchen wir hier diese Wirbelfähigkeit, weil wir sonst nicht weit genug kommen. Nur mit dem Doppelsprung reicht das nicht. Und diese Technik würde uns auch bei den Zeit-Challenges wahrscheinlich sehr weiterhelfen. Und ich würde sagen, ich beende jetzt das Level alleine. Das heißt, das werde ich jetzt rausschneiden, weil es ist jetzt nicht mehr wirklich spannend. Es passiert nichts mehr. Wobei wir es gerade auch eigentlich, komm, wir können es jetzt auch eigentlich so beenden. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Ist ja nicht dieses lange Level da. Ich glaube zumindest, dass nicht mehr viel kommt. Ich weiß es nicht. Das können wir jetzt doch gerade so nochmal beenden. Wo brauchen wir den blauen? Ich weiß es nicht. Sonst haben wir schon den roten. Den haben wir in der versunkenen Stadt, glaube ich, war es, bekommen. Auf jeden Fall in einem dieser Level. In einem Tauchlevel. Super. Jetzt ist es doch wieder ein weiter Weg. Und es leckt tierisch. Ich will da drüber. So. Zeitersparnis. Weg. Weg. Und sonst haben wir, glaube ich, noch gar keinen. Können wir mal gerade abchecken. Können wir es hier weiter drücken? Nein, können wir nicht. Wir müssen warten. Den grünen. Hä? Okay, dann war es der grüne. Der blaue wird mir noch nicht angezeigt, weil ich ihn noch nicht habe. Aber ich habe den jetzt hier im Besitz dabei, ne? Also ich muss ihn jetzt nicht nochmal holen, oder? So wie bei Crash XS. Wie bei Entranced. Ach komm, ich schneide es doch raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Ihr wisst ja, dass ich den blauen Edelstein schon habe. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob der wirklich nochmal da ist, ne? Aber ich glaube nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal im Warp Room wieder mit dem blauen Edelstein. Bis dahin. Tschüss.